So, herzlich willkommen, liebe Bromantiker hier auf Football Bromance TV. Bei uns zu Gast heute unser deutscher Superstar, Marc. Superstar. Grüß dich. Sag mal, wo bist du gerade? Danke. Ich bin in Dallas. Wir leben während der Offseason. Wir haben hier ein schönes Häuschen in Dallas uns gekauft. Und ja, das ist unser Zuhause hier. Sehr gut. Mit an meiner Seite natürlich der Producer, der Weltherrscher, sitzt wieder in seinem dunklen Keller mit dubiosem Licht von links. Sag mal, hast du da noch einen B-Movie gedreht? Wie sieht es bei dir schon wieder aus? Es geht jetzt um Marc. Marc, wie geht es? Nee, das will ich auch wissen. Marc, hör auf, jetzt darauf zu springen. Wie geht es dir, mein Lieber? Wie geht es deiner Familie? Geht super, ganz ehrlich, den Umständen entsprechend hier mit Quarantäne und alles. USA ist ja richtig krass, Covid-19 und alles. Aber uns geht es gut soweit. Natürlich mit der Familie hier zu Hause. Unser kleiner, fast einjähriger Sohn, der hält uns gut auf Trab und ist gut busy alles. Also uns geht's gut, du kannst dich beklagen. Aber das ist nicht das Schöne in dieser Zeit, wenn du noch ein NFL-Spieler bist, du wärst jetzt eigentlich schon wieder weg. Die Zeit kannst du verbringen mit deiner Familie, ne? Absolut, absolut. Und das ist auch das Krasse daran. Das ist auch echt, das ist so das Silver Lining, würde ich sagen, dass du halt echt, normalerweise wäre ich jetzt in OTAs, also wäre ich jetzt in Santa Clara. Normalerweise in der Zeit bleibt meine Frau und Kind, die bleiben hier. Und was ich die letzten 2 Jahre gemacht habe, ich bin gependelt, was halt schon krass ist. Also ich fliege raus nach Santa Clara, was halt ein 3,5-Stunden-Flug ist. Wir haben OTAs oder Off-Season-Programm, geht von Montag bis Donnerstag nachmittags um 12:01 sind wir durch. Donnerstagnachmittag steige ich in den Flieger, bin Donnerstagabend wieder in Dallas, übers Wochenende, 3 Tage Wochenende hier und wieder zurück. Und jetzt machen wir 9 Wochen normalerweise, jede Woche. Sonst sitze ich da in 3 Tage lang im Hotel in Santa Clara und mache was, weißt du, da geht ja auch nichts. Und dann verbringe ich lieber ein bisschen Zeit mit der Familie. Und jetzt mit dem ganzen Ding, was halt abgeht im Augenblick, ist halt echt schon cool, dass ich halt ein bisschen mehr Zeit mit der Familie verbringen kann. Hast du denn eine Möglichkeit, dich fit zu halten? Hast du ein Gym bei dir, ein Home Gym? Ich habe richtig Glück gehabt, ey, weil normalerweise habe ich bei Exos trainiert, so ein riesen Facility, die auch viele also Drafties und alles vorbereitet. Und da habe ich normalerweise trainiert, die haben vor einem Monat oder was ein bisschen mehr zugemacht. Und ich habe ein ganz kleines Gym hier um die Ecke gefunden bei mir, also nicht weit von meinem Haus weg. Und natürlich, die behalten ihre, diese ganzen Restrictions und so. Also wir trainieren zu 5. Wir sind eine richtig kleine Gruppe. 5 Jungs, wir halten unser Social Distancing ein und so. Aber wir machen echt richtig guten Work. Wir machen Field Work, wir kriegen unser Weightlifting rein, also im Augenblick echt noch richtig gutes Training reinbekommen, ja. Krass. Weil du das gerade gesagt hast mit dem Pendling. Weil San Francisco ist ja sehr teuer, ne? Ja. Mietest du dir nur was ein halbes Jahr über die Saison was? Oder hast du eine Wohnung, die du vermietest in der Offseason? Nee, Alter, ganz ehrlich. San Fran, wie du sagst, ist das teuerste Pflaster in den USA. Das period. Also mehr als New York alles zusammen, weil es ist echt krass. Also so, der Average ist bestimmt 4.000 im Monat für ein normales, so ein Studio-Apartment, was weiß ich, so ein kleines Ding mit einem, weißt du, mal im Schlafzimmer. Yeah. Und das Ding, also was ich mache, ich bin in der Saison dort, also was weiß ich, was sind das, 4 Monate sind wir dort, mieten wir was für 4 Monate, sobald die Saison zu Ende ist, boom, geht's wieder nach Hause zurück. Ja. Marc, lass uns doch nochmal auf der Zeitachse, bevor wir das Hier und Jetzt und die Zukunft sozusagen bearbeiten, lass uns mal auf der Zeitachse zurückspringen. Wir haben uns gesehen in Miami beim Super Bowl. Erzähl mal so ein bisschen, keiner von uns, auch wenn Björn der First-Round-Pick ist, keiner von uns hat jemals im Super Bowl gespielt und dann verloren. Nimm uns mal. Ich weiß, es ist hart. Yeah. Aber natürlich war doch klar, dass die Frage kommt, weil das ist ja das, was wir hier in Deutschland wissen wollen. Wie ist das, wenn du nach so einem Spiel in die Kabine kommst? Wie ist es Grabestille, ist Frustration, fliegen Helme und wie bist du selbst damit umgegangen? Ja, also es war echt schon ein krasses Ding, vor allem halt, wie wir das Ding verloren haben. Weißt du, es war, 7 Minuten und wir hatten... Wir waren 10 Punkte vorne und die waren 3rd and 15, weißt du. Und da denkst du dir halt schon so, okay, wir stoppen die hier, die packen das Ding, wir eben die Clock down, also wir haben das Ding gewonnen sozusagen, weil
weißt du, das war halt auch so ein bisschen so schon die Stimmung an der Sideline. Man hat schon gespürt, auch also meine Familie auch im Stadion und so. Ganz ehrlich, viele dachten halt so, hey, das ist vielleicht schon, wir haben das Ding. Ich dachte das auch oben. Ja, klar, weißt du, ich meine, das war auch so. Ich meine, wir haben auch viel groß, wie gesagt, das Game dominiert sozusagen bis zu dem Zeitpunkt. Aber ja, natürlich ist es dann nicht so gelaufen, wie wir wollten. Und dann war halt echt schon tough. So, das ist so ein surreal feeling. Du denkst so, weil du dachtest so, wir haben das Ding. Und dann wird es dir halt so weggezogen. Also war es halt so ein krasser Kindheitstrauma. Also, das ist halt das Größte, was du in diesem Sport erreichen kannst. Und das war halt dann echt schon, es war halt schon krass. Und halt dann bist du in die Kabine rein und ja, viele Emotionen, also viele von Kameraden, Kollegen sind halt auch natürlich emotional gewesen, Tränen gelaufen, alles, Helme rumgeflogen. Natürlich bist du da frustriert, na klar. Und ich persönlich, mir jetzt auch ein bisschen gedauert, einfach so das zu verarbeiten, so einfach zu realisieren, so shit, wir haben das Ding halt echt verloren, so weißt du. Und wir haben es sozusagen fast so ein bisschen weggegeben. Aber ja, wie gesagt, dann ein paar Tage. Und dann bist du da auch wieder mit klargekommen, weil im Endeffekt musst du halt realisieren, obwohl wir das Ding so schade verloren haben, aber wir hatten halt trotzdem eine richtig krasse Saison und das musst du dir halt auch immer im Blick behalten, dass du halt, ey, wir hatten diese Saison bevor eine 4-12 Saison und dann haben das Ding rumgedreht und sind bis in Super Bowl und haben halt in 5 Minuten Bett, dass wir das Ding gewinnen, weißt du. Und von daher war es halt schon krass und dann haben nach ein paar Tagen, wie gesagt, realisierst du auch so, hey, Alter, es war echt schon krass. Eine geile Saison, wo es nicht gelangt hat, aber wir waren auf jeden Fall blessed, dass wir es überhaupt so weit geschafft haben. Ich weiß, Björn, jucken die Finger, der will jetzt auf Draft und Zukunft gucken, aber eine Frage muss ich natürlich noch stellen. Als Coach, dieser 3. und 15, die sind ja schon ein paar Mal das Outside-Flat-Konzept gelaufen, ne? Mit Shallow oder Back in the Flat, Sail Route und eine 9. Das war ja Tyreek Hill ist ja diese Sail Route gelaufen, 18 Jahre tief. Ja, das ist halt das Krasse. Wart ihr in Quarters Coverage oder wo wart ihr drin? Cover 3. Was Cover 3? Ich kann nicht sowas erzählen. Ich meine, im Endeffekt jetzt ist es ja auch egal. Also Corner. Weißt du, middle deep safety, corner, deep quarter. Und also weißt du, also Cover 3 Konzept. Also Corner hat die Deep outside. Aber das Ding, das Problem ist natürlich, dieses Route-Konzept war halt echt schon krass. Und das Ding ist, du musst halt, das war ein Deep Route-Konzept, natürlich 3. und 15, also du musst es, und freaking Mahomes hat halt so viel, ist halt so gut, den Pressure zu bekommen, weil du musst halt eine riesen Zeit haben, dass dieses Route-Konzept überhaupt, das dauert ein bisschen, bis es das entwickelt. Und da hatten die halt diesen, ich glaube, Tyreek war im Slot, hat den Post-Corner, und dann Number One hat einen 15-Yard-Dig. Und natürlich hat sie den Corner, weil die ganze Action weg von ihm ging, hat sie ein bisschen reingezogen. Natürlich, wofür willst du climben, wenn du wirklich keine Gefahr hast? Und dann hat ihm halt hinten der Post, der Corner war halt dann wide open hinter ihm. Also, ja, aber shit, Alter. Du hast es ja gesagt, Patrick Mahomes ist einer der Besten, der hinten einfach den Pressure entweichen kann. Yeah, und dadurch kriegt er ja diese Big Plays jedes Mal. Ja, yeah, dass er halt den Pressure, der ist dann auch das Escape aus dem Pocket und dann hat er das Ding halt rausgehauen. Ich meine, ganz ehrlich, das kannst du niemandem die Schuld geben, aber das war echt schon ein krasses Play, Alter. Dieses Konzept, Alter, mit diesem Post-Corner, mit dem Weg, das war echt das krass. Also musste Andy Reid auch oder war auch immer dieses Play, mit dem das gemacht hat, also was er sich gecallt hat, war echt krass. Ja, Dagger F. Carp heißt das übrigens in seinem Scheme. Das sind die ein paar Mal gelaufen und ihr habt's gut gecovert und dann bei dem war irgendwie, was mich gewundert hat, dass keiner da war, wo ich gedacht habe, oh shit, Tyreek Hill bei 3. und 15, du weißt doch, wo der Ball hingeht. Aber egal, lass uns den Super Bowl abhaken. Björn, du hast noch andere Sachen. Ich habe eine Frage. Kriegt ihr den NFC Championship Ring? Ja, habe ich gehört. Ja? Ich habe das Gefühl, das geht immer so ein bisschen unter, ne? Weil du, wie du gesagt hast, ihr hattet eine brutale Saison, was für ein Turnaround. Yeah. Und das Verrückte ist ja, ihr seht jetzt brutal gut aus wieder für dieses Jahr. Ja, krass, ne? Und ich bin mega wieder aufgeregt für dich, ne? Und das kommt zu meiner nächsten Frage. Ich kenne es als Ex-Spieler. Den Draft ein bisschen verfolgt. Hast du, ehrlich, ich bin ja der ehrliche Meinung. Ich war da drin.
achtest du ein bisschen drauf, draften die Linebacker, wollen sie gucken, ob sie mich doch replacen, weil die Leute da draußen, der Draft ist dafür da, um Leute, die teurer sind, gleich zu replacen. Das ist das Business. Hast du gewusst oder hast du gesehen, wen sie gedraftet oder hast? Ja, na klar. Also kurz zu dem Statement. Ja, na klar. Freaking NFL ist ein Business. Und jedes Jahr wollen die jeden replacen sozusagen. Verstehst du? Die wollen immer günstiger, bessere Spieler reinkommen. Also natürlich bist du da jedes Jahr ein bisschen so, weil jede Saison ist sozusagen, du fängst von null an. Verstehst du? Und natürlich, ich verfolge schon immer die Draft mit und schaue natürlich, weil das ist halt auch immer so ein Numbers Game, so okay, weil wie viele Linebacker behalten wir dieses Jahr? Es sind 5 oder 6. Und dann, wenn die einen draften, wenn du einen neuen Linebacker draftest, der macht auf jeden Fall das Team, verstehst du? Du wirst keinen Rookie draften und der würde nicht das Team machen. Also das ist okay, dann ist schon wieder ein Platz weg, weniger. Weißt du, also du machst das schon immer so ein bisschen, also nicht Sorgen, aber du nimmst halt schon so, machst du das Numbers Game schon, so, berechnest dir so ein bisschen. Aber ja, dieses ist, wir haben keinen Linebacker gedraftet, also. Oh Mann, aber ist hier nochmal, bist du glücklich, was sie gedraftet haben in der ersten Runde? Weil ich bin ein Fan von dem Typen Kinlaw von South Carolina, weil ihr ja DeForest Buckner weggetradet habt, weil ihr nicht zahlen konntet. Ich bin ein riesen Fan als Ersatz für DeForest Buckner. Was denkst du darüber? Ganz ehrlich, leider habe ich das ja echt nicht viel College Football angeguckt. Also ich weiß gar nicht, wie gut er für den Spieler ist. Ich habe gehört, Highlights, er ist richtig krass. Ha? Hast du ein paar Highlights gesehen von ihm? Was ich habe Highlights. Ist, was er da bekommt? Highlights ist ein Ding. Ich weiß. Aber der Typ ist schon yoked up, ja, ne? Ja, ist halt echt, ja, das ist schon. Und hoffentlich, Alter, kann er auf jeden Fall ein bisschen Backe setzen, weil das wird natürlich schwierig, aber ich habe gehört, also er ist auf jeden Fall ein krasser Spieler, also daher. Und das Ding, wir haben ja auch dieses Jahr, ganz ehrlich, unsere D-Line, also die hat ja einen mit dem größten Teil daran, dass wir überhaupt so eine krasse Saison hatten. Tschüss. Also das ist auf jeden Fall. Marc, ich muss dir eine Frage stellen, die glaube ich vielen in Deutschland auch unter den Nägeln brennen. Euer Teamleader, ist es tatsächlich Jimmy G? Was ist er für ein Typ? Der war ja nach dem Super Bowl klar. Wenn du den Super Bowl verlierst als Quarterback, wirst du sofort unter den Bus geschmissen. Da redet keiner davon, dass er mit seinem Team 13 Siege und nur 3 Niederlagen hatte. Genau. Dann wird ja immer darüber gesprochen, ist er der wirklich der Leader? Kann er einen Super Bowl gewinnen? Erzähl doch mal, was ist er für ein Typ? Ist er der echte Franchise-Quarterback, so wie man ihn sich vorstellen kann? Und sind die Gerüchte oder das, was die Presse schreibt, sind hoffentlich unberechtigt? Ah, ja, ich denke auf jeden Fall. Also er ist auf jeden Fall ein Leader für uns. Und natürlich bin ich so viel dabei, also wie in den Offensive Meetings und so, aber was ich so mitkriege, auf jeden Fall, er speaks up, er sagt seine Meinung, er lead by example, also er ist kein, also weißt du, der macht alles richtig, er ist early im Ding, also er ist früh da, bleibt spät, studiert sein Zeug, weißt du, also alles so diese Qualitäten, die du auf jeden Fall von einem Leader erwartest und natürlich auch auf dem Feld, ich meine, wie gesagt, Leute vergessen, was er gemacht hat, weißt du, wo der jetzt hingeführt hat dieses Jahr. Er hat nämlich wirklich so viel Football in seinem Leben gespielt, ganz ehrlich. Er war bei den Patriots Backup und seit, was weiß ich, 2 Jahren jetzt ist er Fulltime Run Starter und was er in der kurzen Zeit erreicht hat, ist er auf jeden Fall super impressive. Also da würde ich auf jeden Fall, also ich persönlich denke, er ist ein super Leader. Dann lass mich dich das fragen, dass Björn und ich haben darüber gesprochen. OTAs, Corona, Outlook auf die Saison. Eure OTAs haben schon begonnen jetzt, virtuell oder? Genau. Also wir haben jetzt den Montag, diese Woche Montag, direkt nach dem Draft angefangen. Und es ist auch, also wie hier wir gerade machen, über Zoom-Meetings. Also installen wir dann das Playbook. Die schicken uns so ein bisschen Workout-Plan, falls Leute nicht ihre eigenen Workouts haben und also das ist jetzt der Deal im Augenblick. Also die haben uns erzählt, das ist höchstwahrscheinlich, wird nichts passieren, also wird das jetzt unsere Realität sein bis zum Training Camp. Was dann schon krass ist. Und wie lief, hattest du jetzt schon 2, hast du heute das noch vor dir? Ja, weil du bist in Dallas, du wirst heute noch Meetings haben, ne? Ah, nee, also heute, das ist echt ganz cool, ich muss euch erzählen, ich muss ja mal Props geben, meine Franchise.
Die Niners sind ja krass. Das ist eine richtig gute Organisation. Die haben nochmal, diese erste Woche ist ganz chillig. Jeder meetet so one-on-ones. Ich habe gestern mit meinem Coach, One-on-One-Linebacker-Coach, Meeting gehabt, so eine Stunde lang. Und es ist einfach, diese erste Woche ist so ein bisschen so Get-Better-Tapes. So, wir haben so One-on-One miteinander geredet und er hat mir so Tapes gezeigt, woran ich persönlich arbeiten muss, was er sieht, wo ich in 2020, also in der nächsten Saison hin soll oder halt auch so Goals und so. Also richtig cool. Also die erste Woche ist relativ chillig und dann nächste Woche fängt es dann an, so langsam mit, so mit Playbook an. Also er zeigt dir sozusagen seinen Screen und zeigt dir Game Tape über Zoom und du lernst es auf der anderen Seite. Genau. Also ja, so Screen Sharing, richtig cool. Ja. Und es kriegt, und also du hattest noch, was war bis jetzt das größte Meeting? Weil ich frage mich immer, wenn man so eine große Telco-Zoom-Calls macht, ob alles auch hinkriegen, auf stumm zu drücken, dass man die Hintergrundgeräusche nicht hört, wenn so viele Menschen drin sind. Hat ja, das Krasse ist, die haben da, also einer von unseren Video-Jungs, also der leitet das Meeting und der stellt uns alle auf einmal auf stumm. Ach so, krass. Weißt du, und dann ist, also wir hatten ein riesen Defense-Meeting mit, was weiß ich, es war, glaube ich, 60 von uns drin. Macht alle auf stumm und dann siehst du nur noch die Film, also nur noch Salah, und dann hat er sein Screen Sharing und dann sehen wir alle sein Screen und dann sind wir da ein bisschen Tape gegangen und alles, ja. Also schon echt krass, also ey, Technologie, krass, Mann, Alter, unglaublich. Dann, dein Franchise war ja am Draft-Wochenende sehr, sehr umtriebig. Das hast du sicherlich auch mitbekommen. Einmal Joe Staley, der linker Tackle, ist ja auch ein Veteran, potenzieller Hall of Famer, ist retired. Kannst du uns ein bisschen mal was von ihm erzählen? Was war er für ein Typ? Wie wichtig war er fürs Team auch? Alter, Riesentyp, Mann. Ey, Joe ist echt, das ist ein Lockerroom-Guy. Also der geilste Typ, der ist super cool, lustigster Typ, super mit allen. Ey, ganz ehrlich, also das ist schade für ihn. Natürlich freue ich mich für ihn, seine Familie, hat eine krasse Karriere gehabt, 13 Jahre lang, alle mit den Niners. Aber ja, sowas ist schon hart, dass du so einen verlierst, weil er war echt, der war einer von unseren Leadern, der war einer von den Funnies, den lustigsten Junge, Alter, den du dir vorstellen kannst, immer happy und hat dann auch performt wie irre auf dem Feld. Also ja, das war schon auf jeden Fall ein Loss für uns. Ja, ihr habt ja jetzt Trent Williams von den Redskins sozusagen bekommen für ein Apple und ein Ei. Kennst du den? Hast du schon mal gegen ihn gespielt? Weil Björn Werner erzählt ja, dass er weich im Oberkörper ist und dünne Beine hat, aber er soll ja cockstrong sein. Cockstrong sogar. Warte. Der Patrick hat dich ja schon gefragt. Jetzt kannst du dem Romantiker nochmal erzählen. Hast du jemals vom cockstrong gehört? Ehrliche Antwort. Also ich lebe seit fast 10 Jahren in den USA und ich habe noch nie den Ausdruck cockstrong gehört in meinem Leben. So, time out, ihr beiden Backpfeifengesichter. Bevor dieses Ding losging, aber was habt ihr auch gesagt? Ja, das ältere Coaches benutzen das. Ist okay. Das ist, ey, ihr tut so, als würde ich mir das ausdenken. Nein, die Ü70-Coaches, die benutzen das noch, U70, aber die neue Generation sagt nicht mehr cockstrong, weil das ist nicht cool, Mann. Cockstrong ist nicht cool. Ey, Marc, cockstrong, würdest du sagen, ey, ja, danke. Oh, shit. Okay, komm. Ey, das läuft gerade. Ey, das ist so, wir kriegen. Marc, Mann, du öffnest dich hier gerade. Ich hätte niemals gedacht, dass du so viele geile Informationen direkt aus der Organisation uns hier erzählst, Mann. Ja, aber hey, was keine Geheimnisse. Nee, aber wir hören das nicht. Wir sind ja immer nur die Leute, die von unseren Erfahrungen erzählen. Marc hat ja komplett andere Erfahrungen wie jeder andere NFL-Spieler aus Deutschland, wie du damals gemacht hast. Das ist geil. Also das wollen die Leute wissen. Ich sag dir, das fressen die Fans hier in Deutschland auch, weil du bist der Held gerade. Du warst im Super Bowl. Super Held. Das erinnert mich gerade. Du bist ja dann nach Hause, nach Bayern. Und wie war das mit deiner Family und deinem Sohn? Und du hast ja hast du einen Schlüssel bekommen für die Stadt? Ja, richtig geiler Empfang. Da erzähl mal ein bisschen. Nee, das war nicht der Schlüssel zu der City. Ich durfte mich ins goldene Buch der Stadt eintragen. Was halt schon so reserviert ist für so ein bisschen spezielle Persönlichkeiten. Also das war schon cool. Und ja, richtig schön empfangen von meinem alten Team, also von den Franken Knights, Shoutout zu meinen Jungs. Und ja, alle möglichen Leute waren da, Freunde, Familie, war richtig cool, ganz ehrlich, einfach so den Support und Love zu sehen, was ich halt echt
durch diese letzten paar Wochen, also diesen Playoff-Run, die wir hatten und den Support aus Deutschland, das war echt schon krass und war richtig gut zu sehen. Ja, Werner, bist du auch im goldenen Buch von Brandenburg? Ey, kein Schwein in Berlin. Die wissen immer noch nicht, wer Björn Werner ist in Berlin. Ja, Berlin-Brandenburg. Das Berlin ist der mit den Werner-Knien. Ey, ja. Du, aber wie lange... Oh, scheiße, weil... Marc, warte. Aber sag mal ganz ehrlich, aber ACL hast du ja nie gemacht, oder? Nee, ich hatte immer Knorpelschäden, Meniskus, alles ich immer auch weg. Ich hab ACL und zweimal Meniskus. Ich hab sechsmal. Ja, aber Marc. Du hast sechsmal OP im Meniskus. Hier ist der Unterschied, Marc, zwischen dir und Björn Werner. Du bist ein Athlet, guck dir mal bitte. Guck dir bitte mal Björns Instagram-Bild an. Hast du das Bild gesehen, wo auf diesem Ergometer drauf ist, als 10-jähriger? Oh ja, ja. Genau, wie er war. Oh Gott! Hey, war 10 Jahre alt. Aber was Leute noch immer gar nicht wissen, oder? Ey, Marc, ich habe letztens ein Foto von uns gesehen auf Facebook, wo wir die Team-Captains waren bei der National World Games in Canton, Ohio. Kannst du dich noch daran erinnern? Das war ja das erste Mal, wo wir uns kennengelernt haben. Seitdem kennen wir uns, ja. Shit, da wusste Marc sah genauso aus, wie er jetzt aussieht, mit 16 Jahren. Und ich war so, wie geht sowas? Wie kannst du mit 16 aussehen? Komm strong! Das war ja so, du und deine Brüder seid ja brutal athletisch. Und der war der 6'4 Safety, der für die deutsche Nationalmannschaft alle weggenutzt hat da hinten. Das war brutal, das war wirklich. Das war krass. Und das war ja auch... dieses Turnier war so ein bisschen dein Einstieg nach Amerika, oder? Mit dem Stipendium zu Genau, Europa. Genau, ja, weil eben dann bei dem Turnier eben schon mich Leute gefragt haben, so, hey, hast du Interesse? Du hast auf jeden Fall Potenzial, hier drüben zu spielen, wenn du willst. Und dann eben dadurch habe ich so ein bisschen angefangen, so, okay, vielleicht ist es echt eine Möglichkeit. Und dann so ein bisschen angefangen, okay, ein paar Highlight-Tapes zusammenzustellen und alles. Und dann halt eben auch diese ganzen Tests und so, SAT und alles gemacht. Und ja, auf jeden Fall, das war der Start davon, ja. Ja, das Geile, was du hier hattest mit deinem Bruder, durftest du sogar am College spielen, Mann. Das war richtig geil. Das war ganz ehrlich, da muss ich auch Wyoming Props geben und Dave Christensen, mein alten Head Coach, weil der hat mich rekrutiert und wir haben am Anfang immer so jede Woche immer so Testing Days gemacht. Und Testing ist ja so ein bisschen mein Ding, also vor diesem, ich kann ja rennen und springen und alle. Und dann so, boah, was geht denn ab, Alter? Was machen die da in Deutschland und so, was geht da ab? Und sage ich, hey, ich habe einen kleinen Bruder. Der ist mindestens so krass wie ich. Also da musst du auch mal reingucken. Ich so, ehrlich jetzt? Alter, die haben den ein paar Wochen später nie gesehen, nie spielen sehen. Da voll rein. Das war echt krass, Mann. Ich hätte die ganze Familie rüberholen sollen. So, ey, ich hab noch zwei andere. geil, Mann. Marc, bevor wir dich gleich mal entlassen, weil du musst ja auch wieder zurück zu deiner Familie, willst ja nicht den ganzen Tag mit so Schlafen laufen, also rumlaufen und rumreden. Ja. Lass uns doch noch mal dann in die Zukunft blicken. Wo geht die Reise hin? Was sind deine Ziele mit den 49ers dieses Jahr als Team oder auch für dich persönlich? Ja, gute Frage. Auf jeden Fall natürlich das Ziel Number One ist, weil NFL is not for long. Natürlich willst du wieder das Team machen und anknüpfen so ein bisschen, wo wir letztes Jahr aufgehört haben, als so teamtechnisch natürlich. Unser Ziel ist auf jeden Fall, wieder in das Big Game zu kommen und natürlich dieses Mal das Ding auch zu finishen. Und für mich persönlich kommt drauf an, in welcher Rolle die mich haben. Natürlich würde ich gerne ein bisschen mehr Defense spielen, aber wenn Special Team wieder das Ding ist, dann halt auf jeden Fall dann da halt mein Ding machen, verstehst du, und halt einfach so gut wie dieses Jahr und noch ein bisschen besser zu spielen. Welche Position spielst du am liebsten? Mike, Sam oder Will? Also unter Defense, wir sind ja echt, es ist ja Mirror Defense, also auf jeden Fall Outside, Sam oder Will. Das ist relativ dasselbe. Welches Jahr? Björn Werner! Ja, warte mal, welches Jahr ist das jetzt schon für dich? Sechste oder siebte? Nee, sechste wird das jetzt, ja. Ey, das krass, ist eine lange Zeit, über den Durchschnitt, nicht so wie der Lutscher hier im Brandenburg. Ab und zu musst du dir das so vor Augen fassen, Alter. Eine lange Zeit. Du bist ein Baller. Verstehst du? Und Alter, ganz ehrlich, ich hatte so viele Doubters, Alter, am Anfang. So, was ist das denn? Da kommt der Deutsche rein, siebte Runde, Alter. Weißt du, du bist so ein Afterthought. Und jetzt hier sechs ist schon krass, also das ist echt schon cool. Meine, deine Story ist ja generell brutal. Vor mit den Kreuzbandrissen im letzten Jahr und das, was du da noch alles, was du auch mental, ne? Mental.
alles, wie stark du sein musstest. Und noch eine kurze Frage, weil ich gerade daran gedacht habe, weil die Dallas Cowboys haben dir die Chance gegeben. Ne? Du hast ja, bei den Dallas Cowboys 3 oder 4 Jahre verbracht? 2,5. 2,5. Und dann direkt von der Nets. Okay. Welche, wenn du ein Team sie jetzt, also wenn du später sagst, du bist in der Rente, als welches Team sozusagen soll hinter deinem Namen stehen? Stimmt, ja. Nein, also Dallas Cowboys. Persönlich, ich liebe, nee, ganz ehrlich, das Team vom Team her ist, ganz ehrlich, ist wahrscheinlich eine der besten Organisationen in der NFL. Ist Jerry Jones so, wie er ist? Aber das Ding, wie du schon sagst, die Cowboys haben mir eine Chance gegeben, die mir niemand anders geben wollte. Ja. Also es ist halt schon so ein Ding. Mann, du bist trotzdem dankbar. Kurze Frage noch, hast du irgendwelche Erfahrungen mit Jerry Jones gemacht? Hattest du irgendwie bei den Dallas Cowboys, weil er immer so wild ist und in den Medien und alles so kontrolliert, ist es wirklich so, dass er das ganze Team eigentlich, der Coach hat nichts zu sagen, Jerry ist Jerry Jones' World? Oh, Jerry, so als ich noch da war, schon ein bisschen, also weil Coach Garrett natürlich hatte, der war schon der Teamleader und alles, aber man merkt schon, dass das so alles so ein bisschen im Hintergrund, da wird das schon alles kontrolliert ein bisschen und die machen eigentlich schon ihr Ding, so weißt du, auf jeden Fall. Also die Joneses haben schon ihre Finger mit im Spiel, muss ich schon sagen. Ja. Ich habe keine Fragen mehr, Marc hat abgeliefert. Ich danke dir persönlich, dass du uns geschenkt hast. Danke, dass ihr da seid. Das ist geil, Mann. Ja, Marc, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für alle Bromantiker und Football-Fans da draußen. Wir drücken dir natürlich gerne die Daumen. Für nächstes Jahr erstmal, dass du gesund bleibst, dass deine Familie gesund bleibt durch diese Krise und dass du in der Saison das Team machst, du so oder so, und dass du dann auch vielleicht im Starting Lineup bist. Egal, Hauptsache, du bleibst gesund. Das ist die Hauptsache. Yes, Sir, danke dir. So, ansonsten sagen wir Danke nach Dallas und wir beschließen das Ganze mit einer obligatorischen Frage, die wir immer haben. Herr Björn Werner, noch irgendwelche letzten Worte? Marc Erzeugung, musst du sagen. Kennst du den Chimedel? 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 Ja. Der Kurt, der ist kein Romantiker, der kennt deine dummen Sprüche nicht. Marc, sag es einfach, wenn wir sagen, hast du irgendwelche letzten Worte noch für uns? Dann sagt Björn Werner immer Chimedel. Und dann hören wir auf. Okay. Gib es uns. Noch irgendwelche letzten Worte? Chimedel.